Wer im Berufsverkehr durch Losheim oder durch Merzig muss, der braucht Zeit. Denn in den Ortskernen staut sich ein Auto ans andere. Dabei wäre es bequem, die knapp 6 Kilometer mit der Bahn zurückzulegen. Das fänden auch die Losheimer. Ja, das wäre schon ganz gut, ja. Weil die Anbindung sehr schlecht ist hier, busmäßig. Nee, da muss man auch zu oft umsteigen. Das gefällt mir, ja. Es entlastet ja auch den Verkehr mit Auto oder Bus oder so. Man kommt gut an, wird das begrüßen. Die Bahnstrecke gibt es schon. Malerisch schlängelt sie sich durch die Landschaft. Sie muss nur reaktiviert werden. Nur ist dabei das Stichwort, denn das kostet Geld. Trotzdem setzt sich Joachim Selzer von der grünen alternativen Liste in Losheim seit Jahren dafür ein. Für die Losheimer würde es bedeuten, dass wir in der Fläche die Ortsteile viel besser an den Zentralort anbinden könnten mit einem vernünftigen, sagen wir mal, Gemeindebusverkehr. Es würde eine Verkehrsentlastung bedeuten, ganz klar. Es würde eine Reduzierung der CO2-Emissionen bedeuten. Und für die touristischen Gäste bedeutet es auch, sie müssen nicht mit dem Auto bis nach Losheim kommen, sondern sie können auch mit dem Bus und mit dem Zug nach Losheim kommen. Immerhin hat es die Bahnverbindung schon in den Verkehrsentwicklungsplan von Verkehrsministerin Rehlinger geschafft. Allerdings auf einen der hinteren Plätze mit geringer Priorität, weil die Reaktivierung bisher mehr kostet als nutzt. Die Landrätin von Merzig-Wadern, Schlegel-Friedrich, hat sich deswegen an die Verkehrsministerin mit einer Idee gewandt, wie man die Kosten senken kann. Die Elektrifizierung der Strecke ist nach meinem Kenntnisstand der größte Kostenpunkt, weil das unglaublich teuer ist. Und die Frage ist einfach, gibt es nicht andere Antriebsformen, die auch innovativer sind? Es gibt, soviel ich weiß, eben den Akkubetrieb. Es gibt den Osten-Wasserstoffbetriebenen Zug. Und hier könnte man vielleicht einfach mal prüfen, ob das nicht auch Varianten wären, die die Kosten-Nutzen-Relation dadurch verbessern, dass die Kosten geringer sind. Und bei der Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Losheim und Merzig geht es nicht nur darum, den Bus oder das Auto zu ersetzen, sagt die CDU-Politikerin Schlegel-Friedrich. Die Idee ist einfach, die Verbindung als durchgebundene Relation zwischen Losheim und der Landeshauptstadt Saarbrücken zu sehen, vielleicht sogar mit der Weiterführung nach Kaiserslautern und sie dann eben in ein saarlandweites S-Bahn-Netz einzubinden. Diese Bahnstrecke würde die Möglichkeit eröffnen, eben ohne das Verkehrssystem dauernd wechseln zu müssen, um dann eben durchgetaktet und durchgebunden von Losheim aus in die Welt zu fahren. Eine Reaktion vom Verkehrsministerium gab es bisher noch nicht. Inzwischen haben auch die Grünen im Merziger Stadtrat einen Antrag auf die Reaktivierung der Strecke gestellt. Joachim Selzer von der grünen alternativen Liste in Losheim ist froh, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. Der Landkreis Merzig-Wadern ist der Landkreis bundesweit mit der höchsten Verkehrsdichte an Autos, an zugelassenen PKWs. Die Denke ist sicherlich immer in Richtung Autos gewesen. Und dieses Umdenken jetzt durch Fridays for Future und durch die ganze Klimaschutzdiskussion setzt auch in Losheim ein. Ich bin froh und es ist schön, dass es jetzt Dinge sich verändern, dass also auch die CDU-Landrätin jetzt dieses Thema aufgreift. Das kann ja nur gut sein. Und vielleicht wird die kleine Bahnstrecke, auf der jetzt nur die Museumsbahn fährt, bald wieder von Pendlern genutzt. Oder von Touristen, die von Saarbrücken oder Trier an den Losheimer Stausee wollen.